Die Hypophyse ist also ein Organ im Gehirn und damit auch das TSH, ein Stoff des Gehirns. Warum wir immer noch einen Gehirnstoff messen als Goldstandard zur Beurteilung der Therapie und der Funktion der Schilddrüse, hat vor allen Dingen historische Gründe und finanzielle Gründe, weil die Messung von TSH alleine einfach relativ günstig ist. Wenn man sich jetzt aber das TSH anguckt als Einzelstoff, dann wird ziemlich schnell klar, dass es dafür eigentlich nicht so richtig gut geeignet ist. Zum einen ist es so, wie ich vorher schon gesagt habe, bestimmte Umstände führen dazu, dass das TSH hoch ist. Wachstum zum Beispiel, Pubertät. In der Pubertät ist der TSH viel, viel höher als beim Erwachsenen, weil ja ein sehr hoher Metabolismus da sein soll. Wenn wir eine Phase eines sehr großen Mangels hatten und plötzlich wird dieser Mangel wieder ausgeglichen, auch dann geht der TSH nach oben, weil der ganze Körper sagt, jetzt los, komm Metabolismus, fahr richtig hoch, jetzt machen wir Regeneration. In anderen Situationen, wenn eben eine Hungerperiode ist oder ganz klar ist, okay, jetzt müssen wir mal langsam machen, dann fährt das nach unten. Auch akut, TSH geht nach oben, Kälte, Sport, das alles macht Veränderungen am TSH. Darüber hinaus ist auch noch der TSH zirkadianen Schwankungen unterworfen. Das heißt, es gibt einen, also der ist im Tagesrhythmik unterschiedlich. Es gibt einen Nachtpeak, so gegen 12 bei den meisten, ist der, also nachts ist der TSH am höchsten, ist dann morgens immer noch relativ hoch und sinkt dann im Laufe des Tages ab. Das heißt, wenn ich immer zu unterschiedlichen Zeiten diesen Wert abnehme, kriege ich immer unterschiedliche Werte. Wenn der Therapeut das weiß, ist das nicht so schlimm. Wenn der Therapeut das nicht weiß, dann kann das zu schweren Verwirrungen führen. Bei der Hashimoto kann es sein, wenn Schilddrüsengewebe akut zerstört wird, dass der TSH innerhalb von einem Tag so massiv schwankt, dass man völlig unterschiedliche Werte kriegt. Also zwischen mal auf 20 bis 1, da ist fast alles drin, sodass es sein kann, wenn man Pech hat, dass über einen langen Zeitraum die Erkrankung unerkannt bleibt, obwohl, wenn man was anderes gemessen hätte, man schon schnell festgestellt hätte, dass da irgendwie was nicht stimmt. Durch die Lage in der Hypophyse, der Hypophyse im Kopf, ist sie sehr empfindlich für Hirnverletzungen, Schädelhirntraumata, Schläge auf den Kopf, chronische Instabilitäten der Halswirbelsäule. Auch das beeinflusst alles die Hypophyse und das kann dann auch mit zum Eushyroid-6-Syndrom führen. Das heißt, der TSH ist gut, ist vielleicht bei 1 oder so und die freien Hormone sind aber desaströs. Das heißt, wir haben eine scheinbar gute Schilddrüsenfunktion mit tatsächlich sehr schlechten freien Werten. Wir rufen uns also nochmal in Erinnerung. Erste Instanz Hypothalamus, zweite Instanz Hypophyse und erst dann kommt die Schilddrüse.